Die Dunkelklinge sitzt sein Urteil in den Tiefen eines Schargefängnisses ab. Ich speise deinen Geist mit einem Energiemarkierer. Dieser wird dich zu seiner Zelle führen. Ja, dieser wird dich in seine Zelle führen. Ja, ist okay. Gucken wir mal, ob er uns wirklich in die Zelle führt. Und schwupp hier hoch! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Alter. Es wird hier echt nicht besser. Haben wir auch schon zigtausendmal gespielt, die Strike hier. Oder den Strike, könnte man vielleicht auch sagen. Betritt das Schargefängnis. Okay, okay. Erster Schuss, direkt ein Headshot. Erste Granate, direkt zwei Kills. Und da schmoren sie. Wunderbar. Wunderbar. Und bevor wir weitergehen, wir sollten auf alle Fälle unser Item verwenden. Unser 3 der Münzen Item. Ist ja doch ein sehr wichtiges Item. Jo. Ja, es ist logisch. Es ist ganz logisch, ja. Wenn man Raid Gear anhat und so weiter und so fort, stirbt man von einer Hexe. Also, macht 3 Schüssen. Mann, 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 Mann. Ich weiß gar nicht, wozu man hier überhaupt Gear sammeln muss. Wenn es eigentlich eh scheißegal ist, was man anhat. Wow. Da oben ist die olle Hexe noch. Stirb! Das muss jetzt reichen für dich. Für dich reicht es auch. Munition her. Wunderbar. Munition wieder aufgefüllt. Da kann es wieder weitergehen in die Party. Oh, direkt ein blaues Kram, oder? Doch nicht? Okay. Ich habe gedacht, dass was Blaues gedroppt, aber scheine mich geirrt zu haben. Oh, da hinten kommen sie. Da hinten kommen sie. So. Kein Hindernis für uns. Wirklich kein Hindernis. Ja, das letzte Wort ist eigentlich eine richtig geile Waffe. Auch im PvP ist die richtig cool. Man muss halt immer kritische Treffer machen. Aber wenn man kritische Treffer macht, dann prügelt die richtig rein. Das ist auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall fest. Ich nehme eine machtvolle Beschwörung wahr. Scharrunen beschließen die hinterste Tür. Was für eine Beschwörung meines nimmst du denn wahr? Zufolge beziehen die Runen Energie von diesen Türmen. Wenn du mich dorthin bringst, dann kann ich sie hacken und die Tür öffnen. Ach, ich glaube, ich bleib hier oben und ziehe ein bisschen mit Sniper rum. Alter, wie viele Gegner da unten noch mehr rennen. Nachladen. Jetzt fällt mir wieder ein, was das für eine Kack-Strike eigentlich ist. Naja, im Prinzip ist jedes Strike mittlerweile blöd, wenn man die einfach schon 100-mal gespielt hat. Ist ja auch klar, dass einem irgendwann die alte Leier voll auf den Sack geht. Deswegen ist ja jeder der Meinung, dass das Spiel keinen Langzeitfaktor hat. Weil irgendwann einfach immer dasselbe kommt. Das ist ja eigentlich am Anfang schon so. 21k Schaden, Alter, geil. Boah, das ist geil. Das ist wirklich geil. Komm schon, mach die Hexe down. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fuck, wir müssen uns unbedingt verpissen hier. Der Zauber wird schwächer. Lass uns da hinten wieder die ganzen Sphären einsammeln hier, damit wir unsere Super Reader ready kriegen. Und sie ist fast wieder voll, das ist cool.
Okay, okay, okay. Die Hexe will's wissen. Die Hexe. Stirbst du verdammt nochmal? Meine Güte. Das gibt's doch nicht. Da hinten haben wir noch ein paar alte Hexen. Können wir die von hier wischen? Okay, Schild ist runter. Ah, ich sehe dich nicht von hier. Tante, komm mal ein bisschen vor. Jetzt haben wir dich. Wow, 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 wow. Alter, es ist unnormal, was die Dinger für Schaden machen. Aber ich wurde von hinten auch beschossen, habe ich gerade gesehen. Trotzdem unnormal, was die für Damage reinhauen. In der kurzen Zeit so viel Damage Output. Oder Input, könnte man ja sagen. Das ist Wahnsinn. Wenn man sich hier nicht ständig versteckt, hat man verkackt. Wunderbar. So muss es laufen. Herrlich. Alter, da muss jemand auch richtig krass Damage machen, glaube ich. Irgendjemand hier muss richtig abgehen, wenn ich mir das so angucke. Oder wir sind einfach nur ein super Team. Kann ja auch vorkommen, dass man einfach gut zusammenspielt. Soll es ja auch noch geben. Obwohl die meisten eh ungern zusammenspielen. Wollen aber den größten Erfolg haben. So ist es ja meistens. Es ist so geil, wenn du aus der Hüfte schießt, Mann. Wenn du damit Headshots machst, ich finde das so genial. Oh, 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 oh. Komm, jetzt ist Zeit für Super! Boah, Alter, fett. So fett, Mann. Boah, ich töte mir echt Unmengen an Gegnern gerade. In kürzester Zeit. Jo, nice, 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 nice. Gib mir die Sphären! Ich brauche diese Dinger, die sind überlebensnotwendig für mich. Boah, fuck man, jetzt wäre super auch wieder extrem geil. Aber wir haben sie gleich wieder ready. Da hätten sie noch, oh, da hätten sie noch welche. Komm, 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 komm. Boah, hier sind noch genug Gegner da. Stirbt, 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 wie auch immer. Wunderbar, wunderbar. Herrlich, ist das geil, ist das geil. Die Super ist so krass, oder? Im PvE. Hau sie um! Wunderbar. Oh, oh, jetzt müssen wir uns verpissen. Aber schleunigst. Bevor wir auch noch unser Leben lassen. Kugel müssen wir kaputt machen. Ja, ansonsten macht sie uns kaputt. Und alles fertig hier? Alles erledigt? Natürlich ist meine Super weg, wenn die Tür aufgeht. Oh nein, 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 nein. Leute, beschützt mich! Oh, fuck! Oh nein, ich stehe hier auch scheiße! Mist! Aber ein-, zweimal sterben wird man doch wohl noch dürfen, oder? Ich meine, es ist gerade so actionhaltig hier, so viel los. Wir sind auf dem richtigen Weg. Energieanzeige wird okay. Finde die Dunkelklinge. Schon gedacht, wir haben irgendwas verkackt. Aber einer ist durchgerannt, das ist das Problem. Ja, was heißt Problem? Es ist ja eigentlich cool. Aber es hat gerade richtig Bock gemacht, Mann. Die ganzen Viecher hier wegrotzen. Es war gerade richtig schön. Richtig stimmungsvoll.
Und wir fangen wieder ganz weit hinten an, weil das Spiel einfach auch keine Checkpoints setzen kann oder nicht merkt, wann man vielleicht irgendwo wo einen Checkpoint setzen könnte. Warum bin ich eigentlich immer nur am Lästern über das Spiel? Das Spiel ist eigentlich cool. Das Spiel ist eigentlich wirklich cool. Aber jetzt fallen schon wieder so viele Dinge auf, die ärgerlich sind. Oder mittlerweile kommen viele Dinge, die ärgerlich sind. Und das ist halt auf Dauer einfach wirklich anstrengend. Das ist auf Dauer wirklich anstrengend einfach. Wenn man sich immer... Was ist denn das jetzt? Hä? Was war denn das jetzt? Was ist das? Hä? Ach so, das war jetzt hier ein, quasi ein Team-Teleport oder so, oder wieder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich hab schon gedacht, dass wir jetzt gleich im Orbit landen, Alter. Ich hab echt schon Angst gehabt. Ich hatte echt richtig Angst schon. Mensch, Alter, wie viel hält denn das Ding aus? Das ist doch, das hat noch nie so viel ausgehalten, das Scheißding. Diese Teile müsst ihr aufpassen. Denn die machen richtig krassen Damage, wenn die einen treffen. Aber das haben wir vorhin ja schon gesehen. Dass die einen instant umhauen können, wenn man hier aufpasst. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Und die können auch um Steine, Hindernisse, was weiß ich, alles rumfliegen. Jo. Oh Mann, komm, komm, komm. Oh fuck. Versuch bloß mal so ein paar von den Dingern zu töten, damit wir hier besser durchkommen. Alter, warum macht da meine Sniper da so arschwenig Damage auf die Teile? Jetzt verpiss ich mich, weil ich habe so ein Ding zerstört. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dass man da so wenig Schaden auf die Teile macht? Und jetzt habe ich keine Munition mehr, das kommt auch noch dazu. Aber hier liegt wieder welche. Wunderbar, wunderbar. Boah! Dass der Typ nicht gestorben ist, ist auch ein Wunder. Ey, die halten auch verdammt viel aus, die Teile. Wow, 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 wow. Oh, oh, nein, 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 bitte nicht sterben. Alter, warum ist das Ding denn jetzt schon wieder voll? Das Scheißteil heilt sich, wenn es zu ist. Ist ja unglaublich. Kreischer Todessalbe. Hallo, kann mich wer retzen? Hallo? Hallo? Eris. Masochist, komm her und retz mich. Die Hexe Verok war seine Gefährtin. Er mordete also einer von uns hat die Schnauze voll und rennt einfach immer nur durch. Er marschierte in gewisser Weise hat er auch recht. Zum Thron des Königs, hinter sich eine Armee, die aus Hass und Schmerz entstanden war. Bin ich jetzt komplett falsch? Romantisch. Ah, hier müssen wir rein, glaube ich. Genau. Genau. So, dann sind wir gleich beim Bossilein, beim Böselein. Ich weiß nicht, ob da das Schwert eigentlich cool ist, aber ich lasse es jetzt drin. Sonst bin ich wieder der Letzte. Der Letzte, das Letzte. Wie auch immer. Hübsch, 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 hübsch. Ja, designmäßig haben sich schon was Gutes einfallen lassen. Also designtechnisch finde ich das schon geil, das Game. Nun braucht man schon ein bisschen Fantasie, um sowas zu erschaffen. Nur noch der Sprung ins Unbekannte. Mhm. Unbekannt ist ja alles. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Dann kann es losgehen. Es gibt ja auch einen Glitch oder es gab einen Glitch. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, wenn man sich irgendwie raufstellt. Das soll irgendwie funktionieren, dass der Boss einen dann nicht trifft. Aber wie das geht, keine Ahnung. Oder da muss man wahrscheinlich ganz genau perfekt springen, glaube ich, irgendwie so. Boah. Ich sehe auch nichts. Na komm, ne? Fick dich!
Ja, so viel hält er ja eigentlich gar nicht aus, ne? Vor allem machen meine Jungs ja hier eigentlich gut Damage. Also ist ja nicht so, dass ich hier kein, dass wir hier keinen Schaden machen. Okay, er ist weg. Komm, die Verfluchten! Verflucht! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, Alter, man sieht ja auch nichts. Das erste Mal, wo ich hier gewesen bin, habe ich mir auch gedacht, oh fuck, Alter, was für ein scheiß Boss. Den auf Dämmerung. Aber tatsächlich habe ich den auf Dämmerung auch schon gelegt. Aber wie gesagt, Dämmerung ist ja einfacher geworden wie damals. Das ist nicht mehr so schwer. Und man muss halt auch nicht mal von vorne anfangen. Ich finde es ehrlich gesagt kacke. Weil es einfach alles zu einfach geworden ist dadurch. Sterbt! Na komm, na komm. Boah, fuck. Wow, wow, Alter, wo soll ich hin? Oh ne, da ist der Boss. Da ist der Boss. Wo ist er? Wo ist er? Boah, direkt vor ihm gelandet. Direkt vor dem Boss gelandet. Aber wir müssen ihn gleich haben. Habe ich meine Münze noch drin? Jo. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen Exotic. Vielleicht. Ich bin guter Dinge. Oh, Alter, ich häng fest. Oh nee, da hinten einer ist tot. Oh fuck. Die Leibeigenen kommen auch noch mit. Gelaufen. Pass auf, Kumpel, pass auf. Oh Mann, das war ein guter Wurf, glaube ich. Boah, fuck. Jetzt rennt er, der Fettklops. Jetzt rennt er hier rum wie ein Wilder. Und wieder weg. Taucht er gleich wieder auf. Der spielt gern Verstecken, der Typ. Boah, was war denn das Geiles? Ich will auch nicht mit dem Schwert rangehen, weil ich könnte nach hinten losgehen. Er ist kaum da, da ist er schon wieder weg. Das mache ich mit der Superplatt. Komm schon, hauen um. Die Super reicht. Und Exotic, komm. Legendary. Legendary. Oh, Dunkelklingenhelm. Ist aber, glaube ich, nicht für einen Warlock. Seine schwarze Seele könnte ich mir eher für einen Titan vorstellen. So, mal gucken. Ein Thronanwärter lebt nicht mehr. Ja. Alakhul war dort, als wir in die Grube hinabstiegen. Was du getan hast, hast du in ihren Namen getan. Toland, Saimota, Omar, Iriana III, Weltalo. Ja, das ist ein guter Abschluss, würde ich sagen. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier gut waren. 82. Oh, der andere Ton hat 2. Krass. Ja, trotzdem ganz gut gelaufen, würde ich sagen, oder? Oh. Spielsuche verlassen. So, dann gucken wir mal, was wir hier so Schönes gekriegt haben. Also der Helm, der ist auf jeden Fall schon identifiziert. Also den können wir... Aber wie gesagt, ich glaube, der ist für Titan. Deswegen sehen wir auch schon, was das ist. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Gehen wir mal zum Turm. Machen wir uns mal auf den Weg zum Turm. Währenddessen gucken wir mal, was wir hier so für komische Sachen erhalten haben. Wie zum Beispiel diesen Helm. Titanklasse, ja. Wie unerwartet. Können wir gleich mal hier ein bisschen was zerlegen irgendwie. Wir haben so viele coole Sachen bei. Ich will die alle nicht wegschmeißen.
Weil es könnte ja sein, dass man die irgendwann mal zum Skillen braucht. Hm? 274er könnten wir eigentlich weghauen. Hau mal weg. Die haben eigentlich auch nicht so geile Sachen. Die Werte sind teilweise richtig cool, aber auch nicht immer, auch nicht immer. Man muss wirklich ganz genau aufpassen, was man nimmt und was man nicht nimmt. Hier haben wir noch zwei blaue. Wir haben noch so viele Legendaries gekriegt. Aber die konnten wir nicht aufheben oder wieder was. Hä? Ah, hier haben wir noch eins. Das können wir noch skillen, die 3-4er Brust. Gewährt dir einen Schub für Erholung per Granat. Oh, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Königsfall-Relikt. Haben wir das hier an? Königsfall? Ach so, Relikt. Ach, keine Ahnung. Ja gut, okay. Gucken wir mal kurz hier. Identifizieren. Jetzt kriegt man schon Punkte, wenn man zum Turm geht. Auch nicht schlecht. Was hat der denn auf dem Kopf? Diese Engramme sind wild. Ich dachte, wie viel haben wir denn hier zum Eintauschen? Nicht so viel. So, gucken wir mal, was wir so schönes kriegen. Buntwirker haben wir schon zu Genüge gehabt, ey. Und immer nur Schrott, immer nur Schrott. Wirklich jedes Mal, ey. Wie bunt ist es denn hier? Boah, wie viel wir hier schon haben, ne? Ich kann das alles nicht aufheben. So viel Zeug hier drin. So viel Zeug. So, das Ding können wir weghauen. Das Teil hier. Können wir auch weghauen, obwohl dann da mehr Handwaffenmunition hätte mittragen können. Aber ich glaube, da habe ich schon nochmal eine. Schrotflinten? Nee, habe ich doch nicht, aber ist egal. 291. Da muss ich mich mal genauer mit befassen. Und hier oben die Waffen. 285er Handwaffe. Vor Scout haben wir, schon eine richtig geile. Die kann man eigentlich kaum übertreffen. Und zwar die letzte Extremität. Die ist ja eigentlich richtig geil. Also ich finde die richtig gut. Zumindest habe ich einen richtig guten Wurf gelandet mit dem Teil. Die knallt eigentlich ganz gut rein. Okay. Ja, okay, alles klar. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst bitte den Daumen hoch nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.